Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadow of Arm. Ja, zum Thema Flackern in den Dialogen. Ich habe jetzt alles Mögliche ausprobiert und habe absolut nichts gefunden, was wir machen könnten. Ich habe jetzt alle Einstellungen wieder auf Standard zurückgesetzt, also was das was die Config mir vorgeschlagen hat vom Spiel, auch die Animation und alles. Jetzt müsste theoretisch, gehen wir einfach mal nochmal kurz die 2 Minuten, die wir brauchen, um nochmal in den Djinn-Bereich zu kommen. So, wir wurden teleportiert. Nun gut. Oder rein wird's so auf. So, den wir in den Gym-Bereich kommen. Jetzt will ich nämlich noch mal ganz kurz feststellen, ob jetzt, wo ich die Animation und alles wieder aktiviert habe, ich endlich den Propeller sehe, den ich so vermisse. Ja, was die Dialoge angeht, ich habe jetzt beschlossen, ich habe herausgefunden, es passiert nur dann, wenn ich die Maus über die Dialogoptionen bewege, dann fängt es an zu flackern. Entweder bewege ich die Maus zu schnell oder es liegt am Mauscursor selber. Ich bin ja nicht ganz hundertprozentig sicher. Wer hängt da hinterher? Immerhin. Ich werde wahrscheinlich die Dialoge dann versuchen, via Tastatur, also Dialogoption 1, 2, 3 und so weiter zu machen. Ich habe auch schon nachgelesen, Leute, die allgemein Probleme mit dem Flickern haben, haben das hauptsächlich im Anfangsdungeon hier. Später nicht mehr. Vielleicht haben wir Glück und es geht von selber weg. Was immer ihr wünscht. Und ja, da sind die Windräder. Tatsache. Ich habe sie also tatsächlich aus Versehen deaktiviert gehabt. Das heißt, der da hinten müsste auch da sein, ja. Gut. Das wäre auch geklärt. Wenn, dann wollen wir alles von Baldur's Gate sehen. Nicht nur das Statische. Das heißt, wir können jetzt zurück. Wenn es das ist, was ihr wollt. Wo wir hergekommen sind. Hab mich nämlich gewundert, dass die Animationen hier funktioniert haben, aber die Propeller ausgeblendet wurden. Ja. Ich sollte auf die Karte schalten, weil auf der Karte befähigen sich die Charaktere meinem Gefühl nach dezent einen Tick schneller. Als jetzt in der normalen Ansicht. Also wie gesagt, ich versuche nicht auf die Menüeinträge unten zu kommen. Dann dürfte das Flackern nicht passieren. Also auf die Gesprächsoption, sondern ich werde die Gesprächsoption mit der Tastatur machen. In Zukunft. Und hoffen, dass ich bei den zukünftigen Aufnahmesessions nicht einfach aus Gewohnheit drauf vergesse. Es ist ärgerlich, aber ich hoffe es. Mich hält es nicht davon ab, das Let's Play aufzunehmen. Und ich hoffe, euch hält es nicht davon ab, das Let's Play zu schauen. Nur wegen dieser kleinen Sache. So. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja. Nach eurer Ankunft benötigt ihr etliche Atemzüge, um euch zu fassen. Hier war alles tot. Khalid liegt da rum. Es fehlt noch ein Schlüssel. Dann haben wir alles. Ich quicksave hier mal. Oh, wieder Container, hä? Die großen Behälter sind allesamt mit Klonen der gleichen Frau gefüllt, zumindest mit Teilen von ihr. Einige dieser Kreaturen leben, aber der Großteil schwimmt leblos in eine seiner Flüssigkeit. Einer der Behälter ist zerbrochen, okay. Bettelt ein wenig, dann gönne ich euch einen schnellen Tod. Ja, entflohener Klon kämpft gegen einen Meuchelmörder. Also der Behälter ist zerbrochen. Ihr
nichts verloren. Ihr seid wieder da, um mich zu quälen, mein Meister. Ich bin nicht euer Meister, liebe Dame. Gibt es irgendetwas, was ich für euch tun kann? Oh, ich wollte mich ja nicht bewegen. Sagt mir, wer ihr seid und was ihr hier tut. Ist zwei. Drei ist ja, ich bin euer Meister. Kommt zu euch, Frau. Nichts soll euch quälen außer meiner Klinge. Machen wir mal eins. Für mich? Für mich tun? Nach allem, was ihr bereits getan habt? Aber wir haben euch doch nichts getan, Lady, sagt Yoshimo. Wir sind gerade erst zu euch gekommen. Wenn ihr euch beruhigen würdet, könnten wir vielleicht... Ihr habt mich nach ihrem Abbild erschaffen, doch ich bin nicht sie. Ich bin es nicht und ich werde euch nie wieder erlauben, mich anzufassen. Keine Erweckung von Toten mehr, die wieder nicht sie sind. Mhm. Okay, sie mag uns nicht. Ja. Okay, Blitzschlag, zurückziehen. Au. Ein bisschen hat das wehgetan. Was für eine qualvolle Kreatur dieses Klon-Ding war. Sie war eine Kopie? Die Kopie einer anderen Person? Ich frage mich, warum Irenicus sie erschuf. Ich bezweifle, dass er sich an ihrer Gesellschaft erfreut hat. Er steht über solchen Sachen. Ihm fasziniert nur der Tod. Er zeigte es mir immer und immer wieder. Was möchtet ihr? So, was hast du dabei gehabt? Ah, den letzten Schlüssel. Wieder zu Imoen. Ja. Die zentrale Einheit scheint die anderen Einheiten mit Energie zu versorgen. Erzählt mir mehr davon. Noch ein Feuerballzauber. Wer trägt Schriftrollen? Yahira. Okay, das heißt, der Feuerball geht zu Yahira. Frag keine große Herausforderung. Und der Rest dürfte eigentlich leer sein. Ah, wir können noch gucken, was der Meuchelmörder dabei hatte. Eine Halskette, die Yahira tragen kann. Da ist sie nämlich nicht im Inventar. Ah, die Tatsche nehmen wir mal. Ach, nehmen wir auch mal das Schwert mit. Gut. Mhm. Pfeile sehen okay aus bei beiden. Gegenstände sehen allgemein okay aus. Gut. Da werde ich diesen Raum hier mal zum Rasten nutzen, weil wir haben, glaube ich, keinen einzigen Heilzauber mehr. Nein. Ihr zeigt mir wohin. Die Dienerin der Natur ist bereit. Okay, okay. Ich denke, ich bin soweit. Ja. Nö, haben wir nur noch den da, also benutze ich ihn einmal. Mache einen Quick Save. Und raste einmal. So, ach, 16 Stunden geruht. Und wir können weitermachen. Jo. Meuchelmörder unverletzt gegen einen Eismephiten. Legt sich ungestraft mit den Schattendieben. Erwischt! Erwischt! Ja, lassen wir die beiden mal gegeneinander kämpfen. Schalten einfach mal die Gruppen-KI aus. Dann kämpfen nämlich die beiden erstmal gegeneinander. So wie es aussieht, tötet der Mephit gleich den Meuchelmörder. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Also helfen wir einfach mal dem Meuchelmörder. So, wenn der wieder zur Vernunft kommt, müsste er uns hassen. Auf jeden Fall hasst uns der Rauchmephit hier. Oh, Goblins. Keine zweite Chance. Nächstes Mal. Los, guck es aus. Fernkämpfer auf die Goblins. Fernkampf-Goblins.
Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Ich warte. So, und der letzte Goblin. Wenn ihr es wollt. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn wir den angeschlagenen Molchenmörder einfach töten. Nächstes Mal. Molchenmörder stirbt, Erfahrung gesammelt, ja. Weil normalerweise hätte der auch auf uns losgehen können, nachdem wir den Eismephiden getötet hätten. Ein Luchsauge. Geld. Noch mehr Geld, die billigen Goblin-Waffen lassen wir liegen. Geld. Der Bogen jedoch ist wert, der kommt mit. Der Bogen hier. Ja, da müssen wir gucken, was wir bezüglich bestimmter Waffen und so machen, wo wir aussortieren können, was. Ich denke mal, Speere könnten wir zum Beispiel rausschmeißen. Kannst du die beiden Bögen nehmen, weil die Speere werden auch nicht viel wert sein. Und so Kurzschwerter können auch raus, normalerweise. Und der Dreschschlägel hier auch. So. Dann habe ich jetzt Platz, also hat Talisa Platz für die Zauberstäbe, die wir gleich kriegen. Au. Geht's. Immerhin. Verstanden. Folgt mir. Ich warte auf euren Befehl. Ist was los? Schön. Wenn es das ist, was ihr wollt. Jo, der wird jetzt gegrillt. Haha, närrischer Dieb. Okay, Pfeil zugeschnappt. Geht klar. Oh, wie peinlich. Ja, schon erledigt. Jo, man kann jetzt gefahrlos über das Podest drüber gehen. Das heißt, ihr könnt den töten, während... Okay. Immerhin den da auch noch deaktiviert. Und genau, sie kriegt die Zauberstäbe. Okay, kein Problem. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Geld und eine Armbrust nehme ich gern. Geld und noch eine Armbrust. Dafür fliegen die Tatschen mal raus. Haben wir noch eine Tatsche? Nein. Wir haben aber noch ein Kurzschwert, so. Fragt nur. Los, Buckes, ihr könnt euch auf mich verlassen. So, immerhin, du machst mal noch die anderen Podeste. Ja, jedes Ding hier symbolisiert einen Zauber. Magische Geschosse, Eisstrahl, Feuerball, Kreaturen beschwören, Blitz und das letzte ist Todeswolke. Das sind nämlich die Zauberstäbe. So, wir haben alle deaktiviert und haben... Oh. Den Todeswolkenzauber haben wir nicht. Ja, jetzt haben wir den Stab auch. Das sind nämlich die, glaube ich, die 6 hauptsächlichsten Zauberstäbe, also die mir jetzt gerade so einfallen. Und jeder davon ist halt, hat halt besondere Macht. Gerade vor allem der Todeswolkenstab. Also ich kann mir die 4 sogar ansehen und weiß, welcher Stab welcher ist. Mal sehen, ob Immerhin sie identifizieren kann gerade. Das hier ist nämlich magische Geschosse. Das ist einfach. Magische Geschossestab. Das hier ist Froststab, Blitz, Feuerball, Tiere beschwören und Todeswolke. Ja, sie hatte aber leider nur einen Identifikationszauber. Verstehe, wir können wohl nicht so einfach aus dem FF identifiziert werden. Das kann Immerhin wahrscheinlich auch nicht einfach so identifizieren. Nö.